Abgesehen vom Schlückchen Tee natürlich. Wir gehen mal kurz nach Majula. Und leveln ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es vom Gewicht her passt. Ich fürchte fast, dass es reicht nicht. Aber von der Stärke passt das jetzt erstmal. Ich werde jetzt erstmal, wie gesagt, direkt in Stärke ballern. Noch zwei. Und dann werde ich mal auf... Okay, das nächste würde ich auf jeden Fall auf Belastung gehen. Denn ich fürchte, das reicht noch nicht, was ich so habe. Ich gucke mir das Ding nochmal kurz an. Das Gerät wiegt 20. Nee, Quatsch. Das Gerät wiegt 20. Das Gerät wiegt 30. Ich bin nicht bei 70,3. Schon eine ganz knappe Geschichte. Jo, das ist jetzt ärgerlich. Dann gehe ich mal kurz zu Gavlan. Ich will das Ding benutzen. Das kann ich sagen. Und wenn wir zu Gavlan gehen, dann kriegen wir gleich noch ein paar Levels. Also ein paar Seelen. Für ein Level zumindest. So. So. Hier rum raus war das, genau. So, kommen Sie mal her, Kollege. Rollen. Okay, ich habe Rollen gedrückt, aber hat nicht ganz getriggert, aber war auch nicht wichtig. Oh, die Mastodon-Hellebarde. Ich wette, die ist gar nicht so scheiße. Ist bestimmt eine gute Stärkewaffe. Also für mich wahrscheinlich gar nicht so schlecht. So, einmal du, Kollege. Und ja, den da hinten nehmen wir auch nochmal mit der Crazy Free Souls, Alter. Der ist hier so passiv hier, dann nehmen wir den noch einfach mal. Bam. Gefällt dem Misch. Okay. 180 Seelen knapp gegeben. Ich hätte irgendwie mit mehr gerechnet, aber... Naja, gut, das ist ja auch hier... Oh, ist gar nicht so ein Anfangsgebiet, das ist so ein Mittelgebiet, ne? Also viel gebe ich trotzdem nicht hier. So. Ich würde gerne verkaufen. Was haben wir denn da? Irgendwas, was ich doppelt habe? An Waffen fürchte ich nicht. Zumindest keine, die ich verkaufen will. Ist schon mal eine gute Stärkewaffe, würde ich sagen. Die werde ich vielleicht mal aufrüsten. Die interessiert mich schon so ein bisschen. Die Dinger auch nicht. Irgendein Bogen doppelt meine ich nicht. Die Schilde doppelt auch nicht. Klamottkies, schätze ich mal, habe ich auch keine doppelt. Aber, hier werde ich noch irgendwas los. Das zum Beispiel. Oder das. Und Wurfmesser benutze ich trotzdem nicht. Auch wenn ich neulich gerade welche gerne gehabt hätte. Oh ja, gut, dass ich den ganzen Krams habe, den ich wirklich nie benutze. So, Köderschädel, auch wieder weg. Das auch wieder weg. Ah, heben wir nochmal auf, falls wir doch nochmal irgendwann farmen wollen. Das, falls ich doch irgendeinen Zauber haben will, ne? So, piduppi. Reicht auf jeden Fall noch für ein Level Up und danach können wir dann die Keule tragen. Ja. Das tut mir gefallen. So, ab nach Majula. So, dann sind wir aber auf jeden Fall noch... Ja, DLC. Vielleicht kommen wir jetzt zum ersten Boss noch bei in dem Stream. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ich würde jetzt, denke ich mal, noch bis circa um 11 streamen, plus minus. Aber... Also ich gucke mal, dass ich so circa 2 Stunden bin. Jetzt bin ich bei 1,15. Das ist jetzt so erstmal mein Ziel. So, jetzt wird natürlich meine Resi ein bisschen runtergehen. Die Feuer- und Magie-Resi. Aber jetzt haben wir da so eine schöne Keule. Die auch nochmal ein bisschen mehr Damage machen sollte. Statt 658 haben wir 737. Ist doch schon mal ganz nice, würde ich sagen. Noch können wir ganz gut rollen. Die auf Power Stance wäre bestimmt auch ganz nice. So. Ich habe gerade überlegt, wo hier das dritte Leuchtfeuer ist, aber ich weiß es gerade. Würde aber mal beim ganz, ganz ersten hier starten. So. So, und dann können wir uns jetzt erstmal so richtig quasi in das Innerste des Heiligtums begeben. Dass wir dann gleich mal nach unten stiefeln können. Wir haben jetzt ja schön die Brücke da ausgefahren. Und dann gehen wir da einfach mal hin. Ich muss gerade überlegen, da direkt gibt es... Ist da dann das... Ne, das Leuchtfeuer müsste doch eigentlich dahinter sein. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das war, aber ich meine, das könnte so gewesen sein. Egal, das sehen wir dann gleich alles. Aber könnte sein, dass wir jetzt diesen Weg hier öfter laufen müssen. Nee, Quatsch, davor war doch irgendwo ein Leuchtfeuer, oder? Da muss doch, klar, hier unten ist... Ich weiß langsam wieder, wo das Leuchtfeuer war.
Genau, die Erinnerung kommt zurück. So, ich wollte auch nur gucken, ob hier wieder irgendwelche Viecher von der Decke fallen. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, würde ich sagen. Entschuldigung. So, und jetzt sind wir das Viech, was von der Decke fällt. So. Gibt hier noch was? Ich glaube nicht. Jetzt gibt es hier so ein paar Sachen, wo man so ein bisschen runterspringt. Vielleicht, also ich habe gerade überlegt, ob ich wieder den Katzenring anziehe. Aber dann habe ich mir jetzt gedacht, nö, mache ich nicht, wie ihr anscheinend gemerkt habt. Also offensichtlich gemerkt habt, weil ich habe es ja nicht gemacht. So. Ich heile mich gleich einfach. So bin ich. Ich muss gerade überlegen, hier schon das Leuchtfeuer oder einen weiter unten? Ne, einen weiter unten meine ich. Aber hier haben wir schon mal den ersten Gegner und davon wird es jetzt hier so einige geben von so quasi normalen Rittern. Die sind schon ein bisschen krass. So, oh, huch. Upsi Daisy. Aber schon geil. So, hier ist jetzt, glaube ich, auch wieder Folgendes. Siehst du mal, ich hätte auch direkt schon den Bogen abwählen können. Ah, gut, dass wir den oben schon alle gemacht haben. Der wäre sonst wahrscheinlich jetzt auch noch durchsichtig gewesen. Ich meine nämlich, was ich gerade überlegt habe, irgendwo war nämlich noch so ein Drehding, wo ganz, ganz viele Glitzer-Typis waren. Und die habe ich nie gekriegt, die auch auf der oberen Ebene liegen. Ich glaube. Okay. Das könnte dann auf der anderen Seite sein. Ich meine, da oben könnten die. Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe erstmal hier lang. Kollegen habe ich jetzt ja schon ein bisschen mitgegeben. Das heißt, es könnte vielleicht passen, dass ich den mit einem Schlag kriege. Mit einem Doppelschlag natürlich. So. Diese drei Kisten oder die ganzen Kisten sind jetzt hier leer. Ich denke mal, das wäre dann, wenn ich die Grabräuber nicht gemacht hätte. Also, die haben die Grabräuber quasi ihre Kisten her, so nach dem Motto. Also ihr Equip gehabt. So, kommen die jetzt runter oder nicht? Ich weiß es auch nicht mehr. Wie das war. Aber ihr habt die ja auch, glaube ich, gerade gesehen, die ganzen Glitzer-Typis da oben. Ich weiß nicht, wie ich an die rankomme. Das muss ich ganz ehrlich. Ja, so komme ich an die ran. Oder eben auch nicht, weil die jetzt einfach weg sind. Und ich nicht rauskomme. Nee, gut. Die habe ich letztes Mal, glaube ich, auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was die bringen, aber das lasse ich jetzt auch einfach. Das ist mir jetzt zu viel Aufwand. Gebe ich offen und ehrlich zu. Und ich habe jetzt eigentlich. Mittlerweile müsste ich vom Equip sogar das meiste so haben, wie ich es brauche. Auch vom Aufrüstungsstatus her und so. So, hier ist das Leuchtfeuer, ne? Was hier? Oder hier? Irgendwo hier war das auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht mehr wo. Offenkundig. Aber ich meine, das war hier. Oder war es hier vorne rein? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Doch noch eine Etage tiefer. Doch, noch eine Etage tiefer, genau. Oh, weg, weg, weg. Einmal heilen, bitte. Weg, weg, weg. So. Ja, du, dann heile ich mich doch gleich nochmal. So. Ne, dann war das Leuchtfeuer noch ein weiter unten. Genau. Ich überlege gerade, wie ich da wieder am dümmsten hinkomme. Gibt es hier noch irgendeinen Weg lang? Nee, ne? War hier echt nix? Das sieht auch so aus, dass hier noch irgend so eine geheime Tür ist. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall ein oder zwei sind, aber hier anscheinend nicht. Oder hier auf der Seite? Nee, ich meine, auf der Seite müsste keine gewesen sein. Wirklich nur hier. Bei den mittleren Blöcken. Aber ja, dann gehen wir einfach mal weiter runter. Dann ist es halt einfach bei der Ebene. Ganz einfach, so ist das. Noch mehr geheime Türen? Nö. Ich meine, hier müsste noch irgendwo ein Räderchen kommen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht triggern wir den erst später. So. Ah, hier ist, würden wir den gleich triggern. Aber ich will erstmal. Ich würde erstmal kurz gern zum Leuchtfeuer. Das sage ich ja, so wie es ist. Wie es ist. Wie es ist. So, mein Gott. Sprechen konnte ich noch nie und es wird von Tag zu Tag schlimmer. So, und dann sind wir auch schon gleich beim ersten Boss vom DLC. Weil, also ja, die anderen drei, das ist halt irgendwie nochmal so ein extra Gebiet irgendwie. Das zählt nicht so ganz. So, komm so her. Werden sie gleich begrüßt und ich krieg gleich noch einen Begrüßungsschlag zurück. Das ist hier so Brauch, das gehört sich so. Das ist der gute Ton.
So, siehst du mal, ich will gucken, aber ja, die Waffe könnte ich also auch infusen, den normalen, die normale Keule. Also normal, ja, ne, ist halt diese Riesenkeule, die macht halt schon echt arsch viel Damage, das ist halt echt geil. So, ich würde dich gern staggern. Oh, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich, oh, fast tot gewesen. Das war jetzt aber knapp, würde ich sagen. So zum Beispiel, so hätte ich das gerne, so geht das doch einfacher. So. Dann gucken wir mal weiter. Ich meine, hier waren auch irgendwo irgendwelche unsichtbaren Wände-Dinger. Vielleicht aber auch nicht. Guck mal, hier ist auch alles leer. Das haben alles die Typen geraidet, die wir ja weggemacht haben. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt eigentlich die ganzen Klamottis von denen gekriegt oder kriege ich die woanders her? Habe ich gar nicht drauf geachtet, aber ich glaube fast nicht. Ah doch, ich habe schon mal Havels Helm, also werde ich den Rest wohl auch haben. Oder hatte ich die Rüstung? Ah, ich weiß es gar nicht. Doch, die kriegt man hier woanders her, ne? Wäre ja komisch, die im DLC zu kriegen. Nee, ich wollte mal kurz gucken. Habe ich von denen Seele gekriegt? Nee, oder? Nee, du. Naja. Ich habe jetzt einfach auch nicht mehr so aufgepasst. Gebe ich ja offen und ehrlich zu. Gibt es hier noch irgendwas Geheimes? Unmöglich, ja. Genauso sehe ich aus. Richtige Frechheit ist das hier. So. Wo geht es weiter runter? Hier lang? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube ja nicht. Ich könnte springen. Aber es gab noch einen anderen Weg, der ein bisschen. Ja, ich glaube, weiter oben wiederum. Ich meine, oben rum war das. Den Ritter unten muss man eigentlich nicht machen. Da kann man. Also ist auch wirklich nur, um zu sehen, dass da alles leer ist. Dass die Grabräuber da waren. Aber ich meine, es geht hier oben weiter. Also, um letztlich nach unten zu kommen, klar, guck mal, aber das ist der Boss-Nebel. Aber es geht erstmal oben weiter, um weiter nach unten zu kommen. So, hier könnte man sich zum Beispiel auch noch den Bannard rufen, noch einen anderen, glaube ich. Hatte dann beim letzten Playthrough mit der Bannard-Quest, hatte ich mir den einfach mal hier gerufen, weil ich nicht wusste, dass die DLCs nicht dazu zählen. Hier, es wäre der Bannard, genau. Aber das haben wir ja schon abgeschlossen, das ist alles gut. Ach genau, ich habe mir nochmal durchgelesen zu Lucatil. Also um da die Quest zu machen, muss man die wirklich auch in drei Kämpfe mitnehmen, wie auch, ne? Den Bannard. Und das ist schon abgefahren bei mir, weil ich die auch schon an den Spots irgendwie gesehen habe und bla und dies und jenes. Deshalb wird das nichts mehr. So. Ellie Stahlherz. Ich würde jetzt erstmal wieder versuchen, den Boss ohne Hilfe zu machen. Obwohl es bei dem gefühlt fast legitim ist, sich Hilfe zu holen, weil die holt sich auch Hilfe. Die gute Dame. Genau die da. So. Aber der Kampf ist eigentlich trotzdem ganz cool. Ich würde gern rollen. Okay. Er hat schon mal. Der Kampf ist nicht ganz cool. Das hat schon mal gut geklappt mit dem Rollen gerade. Das erste Mal bin ich zu früh gerollt, als ich ihm gesagt habe, ich würde gerne rollen, habe ich gedrückt. Aber der ist nicht gerollt. Da hat er mich schon erwischt. War jetzt auch irgendwie so seelisch noch gar nicht auf den Kampf vorbereitet gefühlt. Aber man kommt ja doch recht schnell runter. Oder ich mich kurz wieder hinsetze. Aber ich kriege ja eh noch ein bisschen Falldamage. Deshalb lasse ich das einfach. Kommt der mir echt hinterher, der Ritter? Sieht, hat er mich gesehen? Weiß ich nicht. Ist egal, ich laufe runter. Vielleicht fällt er einfach runter. Und durch den Bossnebel kommt er ja eh nicht. So. Eminem. Und was Kleines zum Heilen, das da. So, ich glaube, ich infuse gleich mal meine Waffe. Weil ich hab das ja. Ich nehme mal kurz Blitz wieder. Vielleicht machen wir da ein bisschen mehr Damage bei der Dame. Das wäre ja ganz cool. Wäre ja was, ne? Ey, nein, zu früh gesprintet. Ich wollte Zeit sparen und ach, immer diese Gier. Ich will doch nur meine Seelen wieder. Obwohl, es geht eigentlich auch so. Aber ich hätte die trotzdem gern wieder. So. Was macht die da? Ach, die hat schon den Wellstart gerufen. Das ist ja super Start. Das ist nämlich das Ding bei der. Die kann sich Leute zu Hilfe rufen. Und entweder ist es halt der Wellstart. Oder ein paar Pipifax. Nein, 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 nein. Miau. Ah, ich wusste nicht, dass sie so eine Salve macht. Da war ich jetzt zu gesteggert, um. Nee.
Ich will nicht, dass sie den Wälzer sofort ruft, dann wird der Kampf schwerer. Die kann sich halt entweder den Wälzer rufen oder halt die Skelette. Und der Wälzer ist an sich so, weiß ich nicht, habt ihr gesehen, der ist ein ganz cooler Kampf, aber so schwer war der jetzt gefühlt nicht. Was aber auch einfach daran liegen mag, dass man sich dann einfach schon an das Spiel ein bisschen gewöhnt hat. Aber wenn ihr einfach mal so quasi nochmal so nebenbei dabei ist, dann wird das schon. Puh, dann wird das schon was, ne? So. Also kann jetzt sein, dass ich heute nur noch mich an der, an mir noch, nur noch an der hier die Zähne ausbeiße, mein Gott. Und nichts weiter mache. So, ich. Ach komm, drauf geschissen. Oh nein, jetzt habe ich kein. Egal. Die ist, ja, du, das ist aber nicht so nett, wenn du das sagst. Ich will doch nicht auf ewig verrotten. So, ich würde dich aber auch gerne mit der anderen Keule treffen, dann mache ich mehr Damage. Was wird das? Oh, das wird eine Schockwelle. Das habe ich zu spät gesehen. Oh, das ist ja böse, ist das ja gemeingefährlich, was die da macht, die Dame. Jetzt macht die Skelette. Das ist, auch nicht so nett, weil das dann natürlich mehr als eins ist. Aber das ist in Ordnung, hoffe ich mal. Sage ich einfach mal. Ja, passt. Die hat halt schon ein paar fiese auch Fernangriffe drauf, wie ihr seht. Das kann halt ganz übel werden. Oh, da waren sogar zwei auf einmal gerade. Das macht die halt schon, dann schon zu auf jeden Fall einem anspruchsvollen Gegner, würde ich sagen. Aber ich meine, wir sind jetzt auch im DLC, ne? Oh, das war knapp. Weg, 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 weg. So. Oh, ich habe kein Stamina mehr, das ist schwierig. Aber jetzt reicht das doch. So. Hat noch gepasst, gut. Wir werden uns vielleicht nicht den ganzen Tag hier an ihr die Zähne ausbeißen. Das war jetzt auf jeden Fall deutlich besser als die Runde davor. Ich glaube, ich gehe dann gleich mal wieder zurück. Denn jetzt kommen wir zum richtigen Endboss hier. Und an dem habe ich. Den werde ich heute ganz sicher nicht mehr schaffen. Da werde ich einige Versuche brauchen. Das, ne, du mit Drachen, da habe ich immer so mein Problem. Aber hier müssten wir noch ein Leuchtfeuer haben. Genau. So. Da pflanze ich mich kurz. Crazy, man kann die Flügel von den Schmetterlingen kriegen. Das ist ja verrückt. Gehen wir mal kurz leveln. Dann gieße mir mal schnell neuen Tee ein. Oh, siehst du mal, was ich ganz vergessen habe? Ich habe ja noch was anderes zu trinken stehen. Das ist noch von gestern. Also nicht in dem Glas, aber da war da in der Flasche noch was drin. Die musste leer werden. Habe ich mir gedacht, kann ich mir ja auch mal kurz hier gönnen. Hab zwar kein ganz adäquates Glas, aber ich habe hier so dieses da. Oh, schön, dass es so. Oh, man sieht mich hier. Crazy. Ja, so ist das ist natürlich Limonade. Prost. Puh, der ist ja ganz schön lieblich. Flasche jetzt hier nicht mehr stehen. Ne, also wir hatten gestern Abend hier noch einen gemütlichen Abend bei mir gemacht und da ist noch ein bisschen Wein übergeblieben. Ich habe mir gedacht, den kann ich ja mal leer machen. Komm, ich will einfach mal die Belastung hochballern. Ich will einfach wissen, was dann passiert. Und, aber das ist ganz schön. Das ist kein Trocken, ne? Das ist aber. Ist natürlich auch nicht gekühlt jetzt. Egal, so. Muss mir nur kurz Mut antrinken, quasi. Wie sieht es eigentlich mit meiner Belastung jetzt aus? 67,9. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ach, ich drücke mich gerade irgendwie vor dem Drachenkampf. Ich habe da keinen Bock drauf. Der ist kacke. Ich mag nicht. Aber komm, wir regeln das. Wir regeln. Kann ich meine Seelen gerade auch irgendwo verballern? Nee, ich glaube nicht. So. Puh, das wird jetzt was. Also da könnt ihr euch jetzt wirklich auf einige Fails einstellen. Das wird in etwa so schlimm wie die Bennard-Quest. Oh, die habe ich tatsächlich heute mal angefangen zu schneiden. Werde ich nachher nach dem Stream noch weitermachen. Ja, du, das wird jetzt ein Fest für das. Guck mal, wer da hinten liegt. Ja, nee, du, was geht hier so? Was geht bei dir? Was geht bei mir? Also, sobald er anfängt zu fliegen, ist halt der Kampf richtig scheiße. Wenn er auf dem Boden bleibt, dann geht das noch.
Also, gehen ist übertrieben gesagt. Aber besser als Luft. Oh nein, ich... Ach Mann, ich dachte... Egal. Ich dachte offenkundig, er erwischt mich nicht. Und das Fiese ist halt, er macht halt Feuer- und Giftschaden. Also, man wird vom Feuer getroffen und ist vergiftet. Das ist halt nervig und dann macht er das natürlich auch gerne mit Fliegen zusammen, so wie jetzt. Und dann kommt er mal angerannt und ach, und der ist so nervig, der Kampf. Ja, mach Feuer, das ist gut. Also jetzt ist das gut. Ich weiß auch nicht, ob es mehr Damage macht, wenn man ihn irgendwie da auf dem Speer haut oder nicht. Ich dachte tatsächlich, hätte mich erwischt. Und dann muss man auch irgendwie mit der Kamera achten und alles und oh. Seine Klauen haben mich auch noch erwischt. Gefällt mir alles nicht. Einmal kurz heilen, bitte. Einmal weg, bitte. Oh. Ich hätte echt gedacht, er erwischt mich wieder. So. Angst, 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 Angst. Oh, oh. Ich muss hinter ihn. Ich muss hinter ihn. Nicht getroffen. Das ist aber frech. Oh. Weg, 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 weg. Das ist halt das Problem, ne? Ein Schlag, also zwei Schläge von ihm und ich bin down. Dass ich das jetzt nicht gesehen habe, das war ein bisschen kacke. Einmal heilen, bitte. So, schnell weg. Jetzt macht er den Move wieder. Oh, er macht einen anderen Move. Ich dachte, er macht einen anderen Move. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe Angst. Er ist da. Ich dachte, er macht jetzt wieder diesen auf mich zufliegen Move. Und nicht diesen da. So, jetzt haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Muss ich mal gucken, ich würde gerne die ganze Zeit damit gegen heilen. Erste Mal. Ich fress mal noch ein, ich habe Angst. Oh, oh, jetzt bin ich tot. Das ist halt, da bei dieser Flamme weiß ich nicht, wie ich ausweichen soll. Und das wird jetzt noch einige Male so passieren, fürchte ich. Darauf könnt ihr euch jetzt gefasst machen. Obwohl ich jetzt tatsächlich gar nicht... Also ich hatte ihn ja schon mal zur Hälfte down. Das war ja ganz gut. Nur als er mit diesem Fliegekrams angefangen hat, bin ich ja komplett raus gewesen. Aber der ist schon... Der ist schon knackig, finde ich. Da kann man nichts gegen sagen. So. Wisst ihr was? Ich mache nochmal kurz diesen da. Weil noch habe ich das ja. Ich weiß auch gar nicht, ich hoffe mal, der ist gegen Blitz anfällig. Ich würde es zwar vermuten, weil es ein Drache ist und eigentlich alle Drachen gegen Blitz anfällig sein sollten. Zumindest wird das immer so gesagt. Da liegt auch noch ein Item rum. So. Okay. Dass er mich so erwischt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Oder nicht gehofft. Oder was auch immer. Was macht er jetzt? Ist das ein komischer Ball? Ah, jetzt macht er noch den Move. Gut. Das ist noch in Ordnung, würde ich behaupten. Muss weg. Muss hinter ihn. Oh. Okay, da tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass ich zu langsam war. Ich dachte, ich wäre schon außer Range, weil es gerade auch so ähnlich war, gefühlt. Ey! Das würde... Also jetzt ist auf jeden Fall... Ich würde sagen, in der Runde davor war ich besser. Und dass der Stein das nicht auffällt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also darauf habe ich eigentlich gehofft. Ich hatte es eigentlich nicht erwartet, aber ich habe darauf gehofft. Ja, das wird jetzt ganz, ganz viele Fails geben. Das hat eben auch noch das Problem, ich spiele Dark Souls ja wirklich sehr casual. Das macht das Ganze wahrscheinlich auch nicht besser. Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf Magie. Ich habe jetzt auch keinen Blitz mehr. Gift würde bei dem, glaube ich, nichts bringen. Aber, also ich meine, ich habe ja noch den Aromaschlick hier. Ich habe ja noch Feuer und was nicht alles. Feuer, Dunkel. Egal, ich probiere es einmal mit Magie und danach einfach wieder weiter normal. Ich weiß ja nicht, wie viel Damage das jetzt mehr macht. Ich bin ja bisher nicht zum Schlagen gekommen. Nicht wirklich zumindest. Aber wie gesagt, ich mag das, ich finde, das sieht hier ganz nice aus, wenn man die Waffe infused. Also wirklich infused, also mit den extra Krams nicht wirklich infused so. Das mag ich irgendwie sehr gerne an dem Game hier vom Design her. Okay, diesmal bin ich dem zumindest ausgewichen. Okay, macht immerhin 100 Schaden mehr plus minus, was schon mal ganz gut ist. Ah, wieder nicht weggekommen. Da muss man wirklich einfach sprinten, wie mir scheint. Da bin ich jetzt selber schuld. Da hätte ich nach vorne rollen sollen. Och nö, das wird jetzt wieder so ein Video, wo ich alles cutten muss. Oh, ich will nicht.
Ich habe da einfach keine Lust drauf, aber deshalb, das ist ja gerade der Grund, weshalb ich das überhaupt streame. Damit ich dann bei YouTube wirklich cutten kann, weil das halt echt peinlich ist. Wie man sich hier anstellt. Und dann habe ich wenigstens nicht so drei Videos mit einmal dem gleichen Scheiß immer wieder. Sondern nur ein Video. Aber ja. Na, gucken wir mal. Also. Nein, komm, geh da durch. Ich hasse es, wenn ich zu früh anfange zu sprinten. So, wo sind meine Seelen diesmal? Hier rechts, hier links. Genau, das ist rechts. Das ist eindeutig rechts. Dann gibt es auch nochmal so einen Ring, der, glaube ich, weiß gar nicht, was der macht. Der ist bestimmt ganz gut. Nur ich weiß nicht, ob der für mich gut ist. Also momentan. Was kommt jetzt? Das ist in Ordnung. Damit komme ich klar. Also was bei mir halt gar nicht geht, ist dieser komische Feuerding. Der Ball, naja, der geht auch noch, aber der ist auch schon kacke. Okay, mit Sprinten kommt man da weg, mit Rollen nicht. So viel kann ich euch schon mal verraten. Okay, da muss man einfach wirklich sehr krass auf ihn zurennen. Bei dem Move. Ich fände es gut, wenn du einfach mal dein Feuerstrahl nach vorne machen würdest. Und dich dann einfach von links oder rechts auf deinen Kopf hauen könnte. Das täte mich gefallen. Das gefällt mir zum Beispiel nicht. So, ich muss einfach mal heilen. Jetzt macht er bestimmt wieder seinen Feuerball. Nee, macht er nicht. Zeit zum Heilen wenigstens einmal kurz. Jetzt macht er das. Ja, gut. Ist auch ruhig länger machen können, Kollege. Finde ich. So, ich habe das Gefühl, bei dem ist es einfacher, wenn man den nicht anvisiert. Gerade zumindest für mich. Kommt mir das gerade so vor. So, jetzt bleib doch mal einfach hier unten. Aber nicht so. Ich war gerade dabei, dich zu hauen, ne? Einmal heilen. So. Ah, jetzt fliegt er wieder weg. Ich meine, kann ich verstehen, wenn ich. Oh, guck mal, wie ewig das Gift hier auch bleibt, ey. Das ist ja Kacke. Das gefällt mir ja noch weniger. Wie lange dieses. Oh ja, das gefällt mir. Gefällt mir nicht, weil ich kein Stamina hatte, aber ansonsten war es ganz gut. Oh, hat noch gereicht. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich dem jetzt ausweichen kann. Aber ist ja ganz gut. So, ach, jetzt fliegt er schon wieder hoch. Aber noch passt das. Okay, einfach immer auf ihn zu rennen. Das ist anscheinend das Go-To. So, schnell. Oder einfach mal wegrennen. Ich habe keine Ahnung, wo er hingeschossen hat. Ach so, ganz weg einfach. Nur, das ist in Ordnung. So. Ach, hat er gerade nach hinten geschossen? Also so mehr oder minder zumindest. Ah, ich habe kein Stamina. Ist doch Kacke. Das ist doch alles Kacke hier. Ich muss weg. Kann ich ihm ausweichen? Nein, kann ich nicht. Das war jetzt das Problem. Hätte ich doch auf ihn zurennen wollen. Ich wollte halt wegkommen, damit ich mich heilen kann. Aber wie gesagt, das würde jetzt hier einige Zeit dauern. Ich finde sowieso alle drei DLC-Bosse, obwohl der dritte. Ja, das. Doch, der ist auch schon cool, aber der hat noch so einen kleinen Twist, aber der könnte auch ewig dauern. Aber auch beim zweiten DLC. Beziehungsweise da der. Das ist gar nicht der letzte Boss, aber der Rauchritter da. Boah, Alter. Da werde ich sitzen, das könnt ihr euch aber schon mal. Puh. Nee, du. Das wird alles dauern. Also hier dauert jetzt ja auch schon. Das wird hier jetzt auch noch einige Zeit dauern. Aber ja, die DLCs, die sind halt wirklich. Die sind, für mich sind die sehr schwer. Also ja, wie gesagt. So, wenigstens noch einen mitgegeben. Jetzt rennen wir mal wieder kurz weg. Okay. Das war natürlich genauso geplant. Genauso war das geplant, Kollege. Oh, ich muss weg. Reicht nicht, aber du, ich muss mich heilen. Ach, ich mag es irgendwie nicht, den nicht anzuvisieren, weil dann weiß ich immer nicht, was er macht. Aber das ist halt grundsätzlich für den Kampf, glaube ich, einfacher. Aber ich mag es halt einfach nicht, im Ungewissen zu sein. So, jetzt hättest du gerne wieder deinen Feuerstrahl nach vorne machen können. Damit wäre ich jetzt gut umgekommen.
So. So. Was auch richtig krass ist, also man kann sich hier natürlich auch NPC-Hilfe holen. Aber gerade bei den DLCs merkt man richtig krass, wie viel weniger Damage man macht. Wenn man sich hier NPC-Hilfe holt, macht man wirklich ein Drittel weniger Schaden oder so. Mit Muss, würde ich sogar fast sagen. Was macht er jetzt? Was anderes. Ich renn weg. Hab Angst. Ich sehe nix. So. Dann mal wieder einmal nach da wieder. Das bringt er bestimmt direkt auf meinen Kopf. Oh, doch nicht. Dann hat das ja noch gepasst. So. Sogar noch einen mitgegeben. Muss ich mich wieder heilen. Weil sonst bin ich tot. So, das hat noch gepasst. Leider den Schwanz verfehlt. Also, den kann man, glaube ich, sowieso nicht abhauen, aber einfach wegen des Schadens. So, wo kommt er jetzt runter? Nach da. Jetzt muss ich halt immer noch aufpassen mit den ganzen Giftwolken, ne? Das ist halt echt kacke. Ah, Mann, ich dachte, ich wäre rechts genug, dass er mich da nicht trifft. Muss mich heilen. So. So, jetzt bloß nicht zu gierig werden. Aber so, okay. Das ging jetzt doch schneller als erwartet, muss ich ja gestehen. Ich dachte, ich wäre schon lange, also ich bräuchte jetzt länger hier. Weil ich mich anfangs bei dem echt so krass hart schlecht angestellt habe. Da habe ich gar kein Land gegen den gesehen. Aber super. Damit haben wir das erste DLC quasi durch. Wir sammeln noch kurz das Item da ein. Oder nicht nur quasi, dann haben wir das erste DLC durch. Der Yorks Ring. Der kann irgendwas Cooles. Ich glaube, dass man manchmal von Zaubern nicht getroffen wird oder sowas. Genau. Dann nehmen wir uns hier noch die Krone mit. Damit haben wir das erste DLC doch schon durch. Ging dann ja doch noch einigermaßen. Hab doch mit deutlich längerem gewartet. Aber jetzt beim zweiten werde... Kann ich hier hoch nicht? Dachte gerade schon. Beim zweiten DLC werde ich, denke ich, auf dem einen Gebiet, wo noch ein optionaler Boss ist. Also wo zum Beispiel wie diese... drei Typis gerade, das ist nochmal so ähnlich. Da werde ich einige Zeit hocken. Aber das Gute ist, dass ich, also ich meine, ich habe den Drachen jetzt ein paar Mal verkackt, aber es hat nicht so lange gedauert, dass es nicht in eine Folge gepackt werden kann. Das ist für mich schon mal sehr von Vorteil. So. Ich gehe nochmal auf, ich mache mal Belastung jetzt, denke ich mal, bis 40 hoch. Dann werde ich mal ein bisschen auf Geschicklichkeit gehen vielleicht. Warte mal, ich guck mal kurz. Also ich könnte auch meine Stärke auf 99 pumpen. Aber ich glaube, ich mache da mal die Geschicklichkeit höher. Oder das Stamina und ja, ich mache erstmal jetzt, ich mache jetzt alles anderen, also die anderen drei Werte erstmal auf 40 hoch. Machen wir das einfach so. Ich weiß nicht. Habe ich jetzt schon Lust auf das nächste DLC? Habe ich sonst noch was zu tun? Ich glaube nicht. Ich glaube, sonst war es das hier erstmal. Warte, wie viel braucht das nächste Level? Bestimmt 50.000, ne? 47.000. So, was kann denn eigentlich die Krone? Die ist nämlich noch nicht ganz fertig, aber die kann schon was. Die kann nämlich... ich weiß gar nicht genau, was die kann. Ach, warte mal. Na, irgendwas kann die auf jeden Fall, aber ich weiß nicht mehr, was die kann. Oh, guck mal. Die macht meine Belastung ein bisschen geringer, aber dafür kriege ich mehr Stärke. Mehr Beweglichkeit und mehr Geschicklichkeit. Also die macht eigentlich fast alle meine Sets ein bisschen höher, nur mein Leben ein bisschen tiefer und mein anderes. Siehst du mal, ich könnte auch mal mein Leben skillen, ne? Ja, komm, Pustekuchen. Und jede der Kronen hat so einen gewissen Effekt. Aber was halt, wie gesagt, das Wichtigste ist, sobald ich alle Kronen habe, gehe ich nochmal zu Vendrick. Und dann, dann werden meine Kronen ganz hübsch. Oh, ich habe jetzt irgendwie keine Lust auf das DLC. Vielleicht beende ich auch einfach direkt schon mal hier den Stream. Ja, komm. Ich denke mal, das reicht dann auch für heute. Wir haben jetzt immerhin schon einen Boss gelegt. Jetzt nochmal das neue im DLC anzufangen. Also ganz neu ist es ja nicht, aber jetzt nochmal neu anzufangen da. Nee, komm. Heute bin ich mal faul. Ich sag dann mal, das war's dann für heute. Ich habe immerhin drei Bosse gelegt. Ja, zwei sagen wir, weil das andere war so ein halber Boss, aber. Und dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Warte, da ist die Cam. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Ja, sieht man ja. Geil. Warte mal, muss man nicht eher so mit... Mit welchem Auge muss man zwinkern? Egal, wir machen das ein andermal. Ciao.